Halleluja. Ich möchte mit einem Vers anfangen, aus 1. Könige 1, 39. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie bliesen die Posaune und alles Volk rief: Es lebe der König Salomo. Das Thema ist heute: Die Salbung macht den Unterschied. Das, was ich jetzt vorgelesen habe, da gibt es ja Vorgeschichte. Und in der Vorgeschichte ging es um den Adonia, den Bruder von Salomo oder Halbbruder. Der Adonia wollte unbedingt König werden. Er trat öffentlich auf mit Leibwächter 50, so richtig machtgierig. Er wollte allen zeigen: Ich bin der zukünftige König. Und er hat einiges vorbereitet, hinter dem Rücken seines Vaters. Der Vater war schon alt, David. Und der Adonia hat sich entschieden, er reißt die Macht an sich. Er wird der König von Israel werden. Hat an alles gedacht: Opferaltar, Schlacht, Vieh, Gemästetes. Alles war vorbereitet. Es ging ihm nicht um die Ehre Gottes. Es ging ihm um seine eigenen Machtansprüche. Schon ließ er ausrufen: Es lebe der König Adonia. Ganz Israel feierte ihn schon als König, fast ganz Israel. Die Mehrheit feierte ihn schon als König. Dafür hat er gelebt, er ist dafür entgegengefiebert, für diesen Moment. Das war sein Bestreben, das wollte er unbedingt haben. Endlich ist es soweit. Er hat scheinbar an alles gedacht, nur an eins nicht, an die Salbung. Er dachte wohl, es ist nicht so wichtig, er kann ja auch ohne. Und es ging auch ohne, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wie sieht das mit uns Christen aus, mit christlichen Gemeinden? Können wir da vielleicht auch für uns etwas Anschauliches nehmen und lernen davon? Können wir vielleicht auch einiges ohne den Heiligen Geist tun? Man kann so einiges ohne den Heiligen Geist tun. Man kann es lernen, ein Christ zu sein. Man kann es lernen, wie man sich benimmt. Man kann lernen, wie die Gottesdienste ablaufen. Das alles ist erlernbar. Doch die Gemeinde an sich, die Gemeinde sein soll, ohne die Salbung, wird gar nicht funktionieren. Die wird austrocknen. Ab wann ist eine christliche Gemeinde eine Gemeinde? Wir haben heute gehört, heute ist der Geburtstag der Gemeinde. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, Salbung. Das ist das, was die Gemeinde hervorgerufen hat. Ab diesem Zeitpunkt entstand die Gemeinde. Und wenn das damals zur Entstehung der Gemeinde so wichtig war, so ist es doch wichtig, dass die Gemeinde weiterhin in dieser Erfüllung lebt. Weil, wenn die Gemeinde die Erfüllung des Heiligen Geistes ausklammert, trocknet sie aus und ist nicht mehr die Gemeinde, die im Willen Gottes ist, sondern ist eventuell eine nette Gemeinschaft. Menschen zusammenkommen, die haben einander lieb, einigermaßen, und spielen die Gemeinde. Das kann vorkommen, aber das ist nicht der Wille Gottes. Der Gottes Wille ist, dass die Gemeinde in der Salbung sich befindet und bewegt. Ich bin mir ganz sicher, jede Gemeinde, wie jeder von uns persönlich, jeder Christ hat seine Berufung, so hat auch jede Gemeinde ihre Berufung, ihre besondere Salbung. Besondere Bestimmung, weil Salbung heißt Befähigung. Salbung ist Befähigung. Wenn das, was am Pfingsten geschah, nicht mehr praktiziert wird, dann ist meiner Meinung nach die Gemeinde nicht mehr existenzberechtigt. Sie darf sich nicht mehr christlich nennen, weil Christen sind die Gesalbten. Christliche Gemeinde ist eine gesalbte Gemeinde. Die unter Salbung des Herrn unterwegs ist.
da am Pfingsten, da haben wir das erfahren aus der Bibel, wie das geschehen ist, dass die Menschen, die da waren, die wurden voll des Heiligen Geistes. Und weil sie voll des Heiligen Geistes wurden, fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden. Wenn das Herz voll ist, kommt Mund über. Wenn du voll vom Heiligen Geist bist, du kannst nicht anders, es wird dich füllen und du wirst anfangen, in anderen Sprachen zu reden. Du wirst anfangen, von den großartigen Taten Gottes reden. Auch manchmal das, was du nicht verstehst oder oft das, was du nicht verstehst. Aber es ist auch nicht wichtig, dass du es verstehst. Es steht geschrieben, der in Zungen spricht oder in Sprachen spricht, der spricht zu Gott. Sein Geist kommuniziert mit Gott. Und das ist ja gut so. Es ist wichtig, dass alle das verstehen und alle begreifen, wozu das gut ist. Dass man das nicht ausklammert mit seinem rationalen Verstand. Das verstehe ich nicht, das brauche ich nicht. Lass dich füllen. Entspann dich. Fall einfach in die Hände Gottes und du wirst sehen, es wird dir gut gehen. Du musst nicht alles verstehen, was Gott dir geben möchte. Hauptsache, er versteht das. Wir wandeln ja nicht im Schauen, sondern im Glauben. Amen. Und Glaube hat doch etwas mit Vertrauen zu tun. Das heißt, wir sollen Gott in dieser Frage auch vertrauen. Und sagen, Herr, ich will die Erfüllung des Geistes haben. Die Gemeinde ohne permanente Erfüllung vom Heiligen Geist wird austrocknen. Und das wollen wir nicht. Weil wenn die Gemeinde ohne die Salbung unterwegs ist, verfehlt sie ihr Ziel. Und Zielverfehlung ist Sünde. Und wir sind keine Sünder, Amen. Wir sind die Gerechten, die mit dem Herrn unterwegs sind. Da sagt die Bibel. Jeder, der mit Jesus Christus unterwegs ist, hat seine Gerechtigkeit angezogen und somit ist gerecht. Und das möchte Gott, dass wir das in uns immer wieder verinnerlichen. Du kannst in dir dieses Zeugnis des Heiligen Geistes haben, wenn du dich erfüllen lässt. Und das permanent. Jeder persönlich, wie auch Gemeinde. Adonia suchte nicht die Salbung. Und das war der größte Irrtum seines Lebens. Sein ganzer Erfolg und Beifallklatschen endeten in einer Katastrophe. Was kann man schon ohne Segen Gottes ausrichten? Wer möchte ohne Segen Gottes leben? Ich nicht. Du auch nicht. Ich hab überhaupt keine Hand gesehen. Ist auch richtig so. Wir sind auf den Segen Gottes angewiesen. Wir sind auf seine Salbung angewiesen. Salbung ist Befähigung, wiederhole ich nochmal. Bei Salomo war das anders. Er versuchte es nicht, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Er kämpfte nicht um den Thron. Er wartete ruhig auf die Erfüllung der Zusagen. Er war entspannt. Ich weiß nicht genau wie, aber die Bibel berichtet nicht, dass er irgendwas unternommen hat. Er war auch noch jung. Seine Mutter hat was unternommen. Aber nur als Erinnerung. Er wartete auf die Einsetzung von Gott durch Propheten. Er wartete auf die Salbung. Die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung ist die göttliche Befähigung, das zu tun, was Gott einem aufgetragen hat. Wir lesen in der Bibel schon am Anfang oder da, wo Mose unterwegs war mit dem Volk Israel, wo Gott Mose gezeigt hat in Details, wie das Heiligtum gebaut werden soll. Und da sagt er, ich habe einen Mann gesalbt, den Bezalel. Ich habe ihn befähigt, das alles auszurichten. Setz ihn ein als Obersten, also über diese Handwerker. Ich habe da noch ein paar Leute. Nehmen Sie, ich habe Sie dafür befähigt, mit anderen Worten gesalbt. Salbung macht Unterschied. Diese Leute, ganze Israeliten, die rausgegangen aus der Sklaverei, die waren Sklaven oder Hirten. Sie hatten mit Kunst nichts am Hut. Und hier sagt er, diese kunstreiche Sache wird dieser Mann ausführen, weil ich ihm diese Fähigkeit gegeben habe. Ich habe ihn befähigt. Ich habe ihn gesalbt. Die Salbung macht uns fähig, das zu tun, was Gott mit uns vorhat. Es gibt unterschiedliche Salbungen, unterschiedliche Befähigungen. So wie da, also bei diesem Mann, Bezalel, er war dafür befähigt, kunstreiche Arbeiten auszuführen. Andere sind im geistlichen Dienst unterwegs. Der Mose zum Beispiel war dazu befähigt, das Volk Israel rauszuführen. Und. Es gibt unterschiedliche
Befähigungen und es liegt an uns, das rauszufinden. Was ist deine Salbung? Was ist deine Befähigung? Ganz spezifische. Nur deine. Und das wirst du rausfinden, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist. Wenn du auf ihn hörst. Wenn du mit ihm Kontakt hast. Die Salbung verwandelt einen Menschen. Der Mensch, der früher womöglich gar nicht fähig war, irgendwas auszurichten, durch diese Salbung, durch göttliche Befähigung, ist er fähig. Der David zum Beispiel, der war ein Hirtenjunge. Was für ein König kann ein Hirte oder was für ein König kann aus einem Hirten werden? Doch Gott salbte ihn und diese Salbung arbeitete an David. Während die Zeit lief, die Salbung dieser Befähigung schulte den David dafür und bereitete ihn für den Thron vor. Und eines Tages war er auf dem Thron. Es dauerte Jahre. Es schien manchmal so, als ob er überhaupt nicht mehr da ankommen würde. Weil all die Bedrängnisse, all das, was David durchleben musste, da konnte man wirklich denken, hey, Gott hat mich doch gesalbt. Gott hat mich zum König gesalbt. Was ist los? Es sind schon Jahre vergangen und ich bin auf der Flucht. Was ist da los? Aber die Salbung blieb an ihm und führte ihn dorthin, dass er auf dem Thron doch eines Tages saß. Das wissen wir aus der Bibel. Wisst ihr, als ich früher, viele kennen meine Geschichte, das habe ich schon oft erzählt, werde ich jetzt nicht die ganze Sache erzählen. Die Sache ist nur die, dass ich früher sehr, sehr stark gestottert habe. Stottern höchster Stufe war bei mir so, dass ich vor Menschen überhaupt nicht reden konnte. Wenn zwei oder drei Menschen auf mich zuguckten, konnte ich überhaupt nicht reden. Es war dicht. Kein Laut kam aus mir raus. Und dann war es einmal so, dass ich doch in einer Situation war, wo ich dazu, kann man sagen, situationgemäß gezwungen wurde zu predigen. Damals in der ehemaligen Sowjetunion war das so, dass jeder, der männlich ist, ist dazu prädestiniert zu predigen. Fertig aus, kommst nicht raus. Aber ich habe immer wieder da irgendwelche Ausreden. Naja, ist ja auch so, wenn man stottert, ist ja klar, dass es nicht geht. Aber da war gerade Situation unausweichlich. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, es kam dazu, dass ich predigen musste. Und das war das Schrei meines Herzens. Ich schrie zu Gott, bitte hilf mir. Und die Hilfe kam. Auf einmal sah ich die ganze Predigt vor meinen Augen wie ein Film. Und ich bin aufgestanden und es floss. Es ging und ging und ging. Ich stotterte kein einziges Mal. Ich wunderte mich selbst. Alle anderen wunderten sich auch. Es war ein gutes Gefühl, sage ich euch. Ich fühlte mich wohl. Ich fühlte mich wohl dabei. Ich wusste damals nicht, was das ist. Später habe ich erfahren, das ist Salbung. Das war göttliche Befähigung. Das war überhaupt nicht meins. Ich konnte es nicht. Es war nicht meine Errungenschaft. Es war nicht mein Bestreben. Gar nicht. Ich sage euch, ich habe nie im Leben habe ich gedacht, dass ich irgendwann Pastor werde. Wirklich, wenn mir das jemand erzählt hätte, vor 15 Jahren vielleicht sogar, hätte ich gedacht, hey, du spinnst. Das wäre nichts für mich. Doch die Salbung war da. Wenn ich jetzt so zurückschaue, merke ich, damals schon hat mir Gott gezeigt, ich habe dich dafür gesalbt. Das ist deine Salbung. Das ist die Befähigung, wo ich dich sehen will. Und wisst ihr was? Die Jahre vergingen. Und ich bin da, wo ich sein sollte. Ich bin in der Salbung, ich bewege mich gerade in der Salbung, die Gott für mich bestimmt hat. Und dafür bin ich ihm dankbar. Mittlerweile bin ich froh, ein Pastor zu sein. Ich genieße es. Also wirklich, das ist wirklich wahr. Entspann dich, vertrau Gott. Jeder hat seine Befähigung. Jeder hat seine Bestimmung. Und diese Bestimmung, diese Befähigung erfährst du oder empfängst du aus der Hand Gottes direkt. Er verteilt, der Heilige Geist verteilt Berufungen. Er verteilt die Aufgaben. Er verteilt die Ämter. Er ist der Verwalter von dieser Sache. Vertrau ihm. Vertrau ihm und du wirst sehen, er wird das richtig gut ausrichten. Was hat Jesus zu Christus gemacht? Die Salbung.
Amen. Weil Christus heißt der Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte. Wäre Jesus nicht gesalbt, könnte er gar nicht Christus sein. Wäre er einfach Jesus, ohne Salbung. Aber weil er gesalbt war, weil er gesalbt wurde, ist er Christus geworden. Er war genauso ein Mensch wie du und ich, aus Fleisch und Blut, natürlich ohne Sünde, weil er von Gott direkt gezeugt wurde, durch den Heiligen Geist. Aber ohne Heiligen Geist, ohne diese Salbung, ohne diese Befähigung, könnte er nichts ausrichten. Und wir wissen auch, dass bis zu einem gewissen Alter, solange bis der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, hat er kein einziges Wunder vollbracht. Es war nichts. Es gibt da einige Filme oder Erzählungen, Jesus als Kind hat das und das, einen Vogel auferweckt oder so, das ist Quatsch. Er konnte nichts machen, er war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, bis diese Befähigung auf ihn kam, bis der Heilige Geist auf ihn kam nach der Taufe. Und dann, als der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, führte ihn der Heilige Geist in die Wüste zur Prüfung, damit er mit seinem Fleisch auch richtige Sachen macht, damit er dem Fleisch sagt, dass der Geist der Herr ist. Und Jesus hat diese Prüfung bestanden. Und da lesen wir, dass er aus der Wüste kam einfach wirklich schon gestärkt. Er kam in der Kraft des Geistes. Er war schon erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir in Lukas 4. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, aus Jesaja 61, 1-2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wie wir hier sehen, Jesus wusste genau, wozu er gesalbt war. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Warum ist der Geist des Herrn auf dir? Kannst du das auch sagen? Warum ist der Geist des Herrn auf dir, wenn er auf dir ist? Jesus konnte es sagen. Er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir. Er zitierte die Schriftstelle. Aber wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, kann er dir auch einige Schriftstellen zeigen, die auch in dein Geist hineinsprechen, wo du genau weißt, das ist meine Berufung. Das ist das, wozu ich befähigt bin. Und da kannst du auch mit Sicherheit sagen, das ist das, dafür bin ich da. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, das und jenes zu tun. Es muss nicht unbedingt ein geistlicher Dienst sein. Es kann sein, dass du irgendeinen anderen Beruf zur Ehre Gottes ausüben sollst. Wie auch immer, es gibt ja alle möglichen, wie ich schon sagte, also dieser andere Mann, der Künstler sein sollte im Hause Gottes. Gibt auch solche Berufungen und Salbungen. Und Gott will dir das nicht verschweigen, so wie Jesus das nicht verschwiegen hat. Wenn du mit ihm Kontakt pflegst, wenn du nach ihm fragst, wenn du das Wort liest und betest und suchst seine Gemeinschaft, seine Gesellschaft, suchst ihn einfach, dann wird er dir sicherlich vermitteln. Das ist nämlich in seinem Sinne. Die Gemeinde soll auch ihre Bestimmung wissen. Jede Gemeinde hat ihre eigene Richtung oder Bestimmung. Und am Schwerpunkt, natürlich gibt es allgemeine Bestimmung. Geht hin in alle Welt und prägt das Evangelium und rettet Menschen und sorgt dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und es gibt viele, viele Punkte, aber trotzdem, es gibt auch Schwerpunkte für Gemeinden, die Gott auch ausspricht. Jesus gab seinen Jüngern klaren Auftrag. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Sehr klar. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Lehrt die Menschen, das alles zu tun, was ich euch gesagt habe.
Sie sollen Buße tun, sie sollen sich taufen lassen, sie sollen sich erretten lassen und so weiter und so fort. Das war der Auftrag. Doch dann sagte er, dass sie doch nicht sofort gehen sollen, sondern warten sollen auf die Verheißung. Er hat denen schon gesagt, was der Auftrag ist. Aber er sagt, wartet noch auf die Befähigung. Es ist noch nicht ausreichend zu wissen, was dein Auftrag ist. Du musst noch dazu Befähigung empfangen. Diese Salbung, diese spezifische Salbung. Und die kommt vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, ab Vers 14. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also wir sehen hier, die Befähigung und Auftrag sind identisch. Der Auftrag war, geht hin in alle Welt und Befähigung auch. Ihr werdet die Kraft empfangen und dadurch werdet ihr Zeugen sein in Judäa, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. So sorgt Gott dafür, dass das, was er einen aufträgt, dass das auch erfüllt wird. Wenn er dir einen Auftrag gibt, so wird er dir auch Kraft geben, so wird er dir auch Befähigung geben, dass du das auch schaffen kannst. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft. Er stellt seine Kraft dir zur Verfügung. Und die Apostel taten das. Sie haben darauf gehört. Sie gingen dorthin, wo sie sich zu versammeln pflegten und warteten, beteten und warteten auf die Erfüllung der Verheißung. Und sie kam. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen von Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Da kam die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung auf die Jünger. Er sagte, erinnert ihr euch, er sagte zu Jüngern, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe, und noch größere Werke werdet ihr tun, weil ich zum Vater gehe. Und hier, ab diesem Zeitpunkt, wo Pfingsten geschehen ist, hatten sie die Befähigung dazu. Sie haben den gleichen Geist bekommen, den auch Jesus hatte. Jesus, wie ich schon sagte, konnte von sich aus keine Wunder tun ohne diese Kraft des Heiligen Geistes. Und somit sagte er, wenn ihr wartet, werdet ihr die Erfüllung bekommen und dann geht. Dann könnt ihr das tun, was auch Jesus getan hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte, dass die Apostel das wirklich getan haben. Viele Wunder, die Jesus getan hat, hatten sie auch vollbracht. Auch die Toten auferweckt haben die Apostel. Ich denke, wir wissen auch nicht alles, was da geschehen ist. Wir haben nur ein wenig Schriften, Apostelgeschichte von Lukas aufgeschrieben. Was da an sich noch viel mehr geschehen ist, wissen wir nicht. Aber ich denke, es ist viel mehr passiert. Was ich sagen will, das ist in Erfüllung gekommen. Der gleiche Geist, die gleiche Befähigung, die auf Jesus war, die kam auf seine Jünger. Sie konnten es tun, das, was Jesus versprochen hat. Sie konnten es tun durch diesen Heiligen Geist. Du und ich, wir sollen auch das tun, das sagt die Bibel. Wir sind doch auch Nachfolger von Jesus. Und wenn wir zu wenig davon sehen, dann liegt das nicht an Gott, sondern daran, dass wir uns nicht permanent erfüllen lassen, oder? Ich bin der Meinung, dass wenn wir uns mehr bemühen, mehr Durst und Hunger haben nach Gott, mehr nach seiner Erfüllung, mehr nach seiner Salbung, mehr nach seinem Heiligen Geist, nicht nur einmal vielleicht nach der Bekehrung oder ab und zu, wenn es gerade so alle anderen dabei sind, sondern wirklich Verlangen danach haben, Herr, ich will mehr von dir. Ich will wirklich so leben, wie du gelebt hast. Das, was du für mich versprochen hast, das, was du für mich bestimmt hast, das will ich erleben, Herr. Glaub mir, Gott wird dir das geben. Dann werden wir weitergehen. Dann werden wir mehr erleben. Dann wird Christsein niemals langweilig sein. Wenn es für dich noch irgendwo langweilig ist, dann wird es überhaupt nicht langweilig sein. Es ist spannend und interessant und schön. Siehst du?
Ein Amen habe ich geerntet. Halleluja. Aber ich hoffe, da kommt noch mehr. Die Jünger, die wurden verwandelt nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Versager Petrus, der noch vor ein paar Tagen zitterte und mit aller Kraft verleugnete, dass er Jesus kennt, dreimal sagte, hey, nein, ich kenne ihn nicht, weil er Angst hatte. Plötzlich, durch diese Verwandlung, durch die Erfüllung, wurde er so verwandelt, dass der gleiche Petrus und 11 mit ihm stehen auf, ohne Furcht zu haben, vor gleicher Menge, vor diesen Mördern, und sagen, ihr seid Mörder. Ihr habt Christus gekreuzigt. Ohne Angst. Warum? Weil sie verwandelt wurden, weil diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist befähigt einen Menschen, so zu sein wie Jesus. Jesus hatte nämlich keine Angst. Ich sehe nirgends eine Stelle, dass Jesus irgendwelche Ängste hatte, dass er sich vor Drohungen der Pharisäer irgendwie beeindrucken ließ. Gar nicht. Er sprach geradeaus das, was der Herr ihm aufs Herz legte, was Gott ihm aufs Herz legte. Das sprach er auch weiter, ohne Furcht, weil er in diesem Geist erfüllt war, mit dem Geist erfüllt war. Dieser Heilige Geist sorgt dafür, dass wir verwandelt werden. Er wird auch dafür sorgen, dass du verwandelt bist. Falls du irgendwo noch Ängste hast, glaub mir, je mehr du die Fülle des Geistes erleben wirst, desto weniger Ängste wirst du haben. Weil die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Das sagt die Bibel. Und die vollkommene Liebe kommt durch den Heiligen Geist. Außerdem bringt die Salbung Frucht. Wir wollen ja nicht fruchtlos vor Christus oder vom Vater im Himmel stehen. Und um nicht fruchtlos dazustehen, sollen wir dafür sorgen, dass wir Frucht haben. Und wie sorgt man dafür? Einfach Frucht produzieren geht ja nicht. Die Frucht kommt automatisch durch Befruchtung. Und diese Befruchtung geschieht durch den Heiligen Geist. In Galater 5, 22 lesen wir, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die Frucht des Geistes. Des Heiligen Geistes, nicht deines Geistes, des Heiligen Geistes. Wenn du diesem Heiligen Geist Raum gibst, wenn du erfüllt wirst von diesem Heiligen Geist, so musst du nicht dich anstrengend diese Frucht des Geistes vorzuzeigen. Sagen, ich muss geduldiger werden. Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Ich muss geduldiger werden. Oder ich muss doch Freude zeigen. Und so viele Menschen versuchen dann, ja, ich bin doch Christ, und Christen sind doch freundlich und die sollen doch freudig sein. Und somit übt man dann, Freude auszustrahlen. Man muss ja Licht sein, ne? Ihr seid das Licht und so. Und da musst du ja strahlen. Und man übt vor dem Spiegel vielleicht, wie man so strahlt. Und dann kommt das so künstlich rüber. Und Menschen merken das und dann sehen sie nicht echt. Eigentlich nicht richtig. Gott hat dafür gesagt, dass wir das nicht zu tun brauchen, ihr Lieben. Gott sagt, lasst euch mit meinem Geist erfüllen und ihr werdet diese Früchte haben. Wenn du voll des Geistes bist, bist du automatisch voll Freude. Wenn du voll des Geistes bist, bist du geduldig. Du hast Frieden in dir. Du kannst nur dann Friedensstifter werden, wenn du Frieden in dir hast. Frieden Gottes gibt dir Christus. Keiner auf der Welt gibt dir diesen Frieden. Nur durch den Heiligen Geist bekommst du ihn. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wenn du da bist, da brauchst du überhaupt keine Angst zu haben vor nichts und niemand. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Also mit anderen Worten, ohne Salbung kann man gesetzlich werden oder gesetzlos, aber eindeutig fruchtlos. Doch mit dem Geist bringt man Frucht und das ist das, was Gott sehen will. Halleluja. Außerdem die Liebe, die Agape-Liebe,
ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Du kannst sie auch nicht produzieren. Römer 5,5 steht geschrieben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn dir der Heilige Geist gegeben ist, so ist in dich auch die Liebe Gottes ausgegossen. Doch sieh zu, dass sie nicht austrocknet, wenn sie mal ausgegossen ist. Wir sind oft so rissig. Und das, was in uns reingegossen wird, manchmal verdunstet es oder wie auch immer, ist nicht mehr da. Man muss immer wieder nachgießen. Immer wieder nachgießen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir nicht von einem Mal leben können, sondern immer wieder permanent mehr und mehr von Gott. Dass wir eine intime Beziehung zu ihm haben. Das ist sein Plan, das ist seine Idee und das will er auch, dass wir mit ihm intensiv zusammen sind. Und dadurch wird immer wieder in uns hinein seine Liebe fließen. Wie kann man nur auf die Salbung verzichten bei all den Vorteilen? Wer möchte auf sowas verzichten? Ich nicht. Wir sollen diese Salbung anstreben, immer wieder neu uns von Heiligem Geist füllen lassen. Dann werden die Gemeinden die Gemeinden sein, die im Willen Gottes sich befinden. Das wird herrlich sein. Und dann wird der Auftrag Gottes auch erledigt sein. Erfolgreich erledigt. Die Salbung macht den Unterschied auch zwischen einer lebendigen oder einer Gemeinde. Es gibt lebendige Gemeinde und es gibt Gemeinden. Wir wollen aber lebendige sein. Amen. Und das liegt an uns. Es liegt nicht an Gott. Gott möchte, dass alles lebendig ist. Gott ist nämlich das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Die Auferstehung und das Leben ist Jesus. Und wenn du hier und da vielleicht schon nicht mehr am Leben bist, so kannst du heute auferweckt werden durch seine Berührung. Er möchte dich berühren. Er möchte dich erfrischen, er möchte dich aufrichten. Und er möchte dir sagen, entspann dich. Nimm nicht das Beispiel von Adonia, von dem, der unbedingt etwas werden wollte aus eigener Kraft. Es ist ermüdend, es ist stressig und bringt nichts. Bringt nur Katastrophen. Nimm lieber Beispiel von Salomo, der Gott vertraute. Und gesalbt wurde. Du bist ein Christ. Du nennst dich ein Christ. Einige Christen nennen sie Christen und wissen nicht mal, was das bedeutet. Wenn wir wissen, dass Christ sein heißt gesalbt sein, das sollte man auch nicht nur Namenschrist sein, weil wenn du dich Christ nennst, aber dich nicht gesalbt fühlst oder nicht gesalbt bist, dann ist das nicht wahr. Ein Christ ist ein Gesalbter. Amen. Wir sind die Gesalbten. Das heißt, wir sind Christen. Wenn wir sagen, wir sind Christen, heißt das, wir sind die Gesalbten. Und das sollen wir auch tun. Uns permanent salben lassen. In 2. Korinther 13, 13 gibt es eine Schriftstelle, die oft auch zitiert wird. Weil, wer weiß, was da steht? Bitte lauter. Nee, das ist 1. Korinther. Richtig. So ist das. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Denkt ihr, das ist Amen? Nein, das ist nur Amen. Ich meine, so ist es. Amen. Ja, aber wir gehen weiter. Also, die Gnade kennen wir. Ja? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist gnadenvoller Herr. Hat sein Leben für uns gegeben. Ist der gute Hirte. Geht jedem nach. Will nicht, dass jemand verloren wird. Er ist so ein guter Hirte, so ein guter Jesus, ein Verwalter der Gnade Gottes. Wir lieben die Gnade, oder? Wir waren Sünder. Irgendwie dann nicht würdig. Ja?
Wir waren verloren. Doch Jesus Christus hat uns gefunden, hat uns gereinigt, hat uns gerettet, hat uns gerecht gemacht. Herrlich! Was für eine Gnade. Für alles bezahlt. Egal, was für Sünden du getan hast, Jesus Christus hat alle Sünden auf sich genommen und sagt, komm rein, ich reinige dich. Du bist nicht mehr Sünder. Von nun an bist du der Gerechte. Ich verleihe dir meine Gerechtigkeit. Ich nehme deine Sünden auf mich. Er wurde zum Sünder am Kreuz. Jesus, der Gerechte, wurde am Kreuz zum Sünder, weil er deine und meine Sünden auf sich genommen hat. Dadurch wurden wir durch ihn gerecht. Es ist klasse. Das ist Gnade. Das gefällt uns, oder? Und die Liebe Gottes mögen wir auch. Gott liebt dich. Das hören wir gern, oder? Gott liebt mich. Egal wie ich bin, er kennt mich und trotzdem liebt mich. Wow, was für ein Gott. Und er hat sogar seine Liebe erwiesen. Es sind nicht nur Worte. Er hat seine Liebe erwiesen. Er hat das Beste, was er hatte. Seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern dahingegeben für dich, für dich, für dich, für mich. Er hat seinen Sohn dahingegeben, damit er für uns stirbt, damit wir am Leben bleiben können, damit wir eines Tages alle bei Gott sind. So lieb hat er uns. Er hat seine Liebe bewiesen. Also außer Frage, das ist wirklich so. Da besteht kein Zweifel. Aber die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, was ist das? Es steht hier auch, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Samuel. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit allen. Das ist der Wille Gottes. Nicht nur einzelne von uns sollen diese Gemeinschaft genießen, sondern jeder von uns ist dazu bestimmt. In dieser Gemeinschaft, wie gesagt, die Gnade hat dich dafür fähig gemacht, dass du in dieser Gemeinschaft jetzt dich bewegen kannst. Die Liebe Gottes hat dich aufgerichtet, hat dich echt dazu fertig gemacht, dass du in dieser Gemeinschaft verweilen kannst, dass du mit dem Heiligen Geist, der Geist ist super heilig, ja, und dass du mit diesem Heiligen, Heiligen, Heiligen Geist Gemeinschaft haben kannst, durch das Blut Jesu Christi, durch seine Gnade kannst du es. Und es steht jedem von uns zu. Und es ist so ein guter Partner, der Heilige Geist, der wurde ausgesandt auf diese Erde. Und wir wollen doch nicht auf ihn verzichten, auf diesen Partner. Er ist nicht nur Herr, er ist auch dein Parakletos, er ist dein Beistand. Er ist derjenige, der mit dir ist, der dir dich befähigt, der dir die Türen öffnet oder dich warnt. Da und da bitte geh hin. Er stellt sich dir zur Seite und sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Willst du es auch? Es liegt an dir. Wir Menschen, wir haben diesen freien Willen und wir können ihn ausklammern. Und wir können vor seiner Nase einfach die Tür zuschlagen. Er ist ein Gentleman. Er kommt nicht einfach so mit Gewalt rein. Er braucht auch die Einladung. Lass uns heute diese Stunde oder diese Zeit, diesen Feiertag dafür nutzen, dass wir doch unsere Sinne schärfen und sagen, Herr, ich will mehr von diesem Heiligen Geist. Ich will wirklich diese Gemeinschaft haben. Ich will zu diesen allen dazugehören. Ich will keine Ausnahme sein. Das, was die da erzählen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ich will das erleben. Das kannst du heute noch erleben. Er ist dein Partner. Er will dir helfen. Klammere ihn nicht aus deinem Leben aus, sondern klammere dich fest an ihn. Er wird dich sicher zum Ziel bringen. Dein Leben wird farbenfroh sein. Nicht mehr langweilig. Interessant. Nicht ohne Schwierigkeiten, aber interessanter und fröhlicher und gelassener, wenn du es lernst, Gemeinschaft mit dem wunderbaren Heiligen Geist zu haben. Und du wirst es merken, die Salbung macht den Unterschied. Jetzt ist Amen. Komm, wir stehen zusammen auf. Und lass uns unsere Herzen öffnen und uns wirklich auf Himmel ausrichten und dem Herrn signalisieren und sagen, Herr, ich bin durstig. Ich bin am Austrocknen. Ich habe das mal erlebt oder zweimal, dreimal, aber ich will mehr. Ich will das permanent erleben. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dann ist heute dein Tag. Eine frohe Botschaft, oder? Heute ist dein Tag. Halleluja. Du kannst es heute erleben.
Wir werden jetzt noch mit dem Lobpreisteam ein oder zwei Lieder singen. Und nutz die Gelegenheit, wenn du das noch nicht hast, wenn du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, komm nach vorne, wir werden mit dir beten. Aber wenn du schon erlebt hast und schon lange nicht mehr, trotzdem darfst du auch nach vorne kommen. Es ist wichtig, es ist wirklich das, worauf man nicht verzichten braucht, nicht verzichten soll. Ich will nicht darauf verzichten. Ich denke, du willst auch nicht.